Willkommen zur Lakeside Valley. Wir haben jetzt uns unser erstes Auto geholt und unseren kleinen Mini Cooper mit dem Kennzeichen John C. Und wollen auch loslegen. Ich bin das erste Mal hier in Lakeside. Mal schauen, wie es so läuft hier. Jetzt muss ich nur gucken, wo hier die ganzen Kleidungsfirmen, was weiß ich, sind. Kleidungsstores. Wir brauchen jetzt erstmal nämlich einen Rucksack. Motorräder gibt es hier übrigens auch. Hier gibt es viele Sachen und das ist die ganze Map hier. Wir befinden uns auch in der Hauptstadt Lakeside. Und hier das erste Mal jetzt hier. Ah, guten Tag. Ich meine, dass hier unsere... Ah, gut, der hat uns nicht gehört. Weil ich den Sound auf leise gestellt habe. Ist egal. Warte, es gibt ja die Markerfunktion. I, L, L wahrscheinlich, I will er auch nicht. Na gut, der will nicht. Ich frag mal den Typen da. Der sieht ganz nett aus. Hallo? Aber das Hallo. Geht nicht. Hallo. Guten Tag. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar bin ich neu hier und ich wollte fragen, wo es hier Klamotten gibt. Markt. Bist du auch Kreatin? Folgen Sie uns doch einfach. Ja gut, ich fahre Ihnen hinterher mit meinem Auto, ja? Follow me, my friend. Warte ich. Warte. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Sie müssen auch Geld mitnehmen. Habe ich bereits, habe ich bereits. Haben Sie Geld dabei? Ja. Ah, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Guten Tag. Ja, kennen wir uns? Guten Tag, die anderen. Kann sein. Weißt du doch, ja, sie waren so mit uns letztes Mal fahren. Und das? Ich hab dann haben wir ja, gerade das kann sein, ja. Ja, also, sie hast du die stylischen Mütze und erkennbar. Das ist mal Markenzeichen, da kennt nicht jeder daran da. Okay. Mich gefreut, sie nochmal zu sehen. Ja, ebenfalls. Vielleicht trifft man sich ja nochmal. Warum hast du überhaupt Geld abgehoben, du Frustriert? Ah, hab ich, du frustriertes Kind. Du musst gleich mal 23.000 gehen, damit du okay, den... übertreib. Jetzt kriegst du das weg. Ich ja. So. Super nette Leute hier. Okay. Baumwollpflücken. Baumwollfeld, da haben wir's. So. Ja gut, ich markiere mir das jetzt immer. Das ist total unwichtig. Aber wir müssen mal auch ein bisschen farmen gehen. So, auf geht's. Gut, also Lakeside Life wird jetzt unser neues kleines Projekt sein. Ich hoffe, euch wird Spaß machen, genauso wie mir. Ein bisschen zuzugucken, je nachdem halt Lakeside, ne? Ihr kennt es sicherlich. Oder die meisten kennt es zumindest. Also ich muss nur gucken, wo wir lang müssen. Und zwar rechts und dann links und dann. Ne, rechts, ne, links, rechts und dann geradeaus. Gut. Gut, Oh mein Gott. Jetzt gehen die da mit dem Funk rein. Im Endeffekt ist es nämlich ganz einfach, es ist eigentlich, wenn man so nimmt, eine erweiterte Arma 3 Live Mod, also im Endeffekt mit neuem mit neuer Karte und so weiter und so fort. Oh, Blitzer war das. Oh mein Gott, $800. Oh, das ist nicht gut, da muss ich ein bisschen downslowen. In der Stadt sind nämlich eine Etage. Bitte zurückgehen. Oh, Polizei. Das ist uns nicht angereicht.
hier rechts, ne? Ja. Wie ihr seht, gibt's auch sowas hier. So eine kleine Arena, Stadion. Ist auch ganz lustig. Wir sind jetzt hier mit unserem Mini Cooper. Aber ja, ich denke, für die erste Folge schon mal zum Baumwollpflückfeld ist ganz cool. Wir wollen ja mal später dann auch ein paar andere Aktionen machen. Ich möchte nicht betonen, was für Aktionen. Ja, halt ganz normal auch spielen und so weiter und so fort. Ah ja, ist die Straße hier hubbelig, du. Holperisch, holperisch. So, mal gucken. Sind wir gleich da? Baumwolle. So, Baumwollfeld. Ich will nämlich irgendwann mal auch ein anderes Fahrzeug fahren. Hier, nicht nur einen Mini Cooper. Baumwollfeld ist da hinten. Ah, da haben wir auch einen netten Typen da stehen. Ich rede mal mit dem. Hallo. Hallo. Auch Baumwoll pflücken, ne? Ja. Mit welcher Taste geht es denn hier? Pflücken ist mit Windows-Taste und T. Windows und T. Was ist da los? Da passiert nichts. Ja, dann ist das noch nicht fertig. Was ist noch nicht fertig? Ja, die Baumwolle ist dann noch nicht fertig, muss erstmal wachsen. Ach so, die muss wachsen. Auch cool. Ja, man muss die auch vorher anpflanzen noch. Achso, man muss die anpflanzen? Ja, genau. Aber weißt du gar nicht? Ja, du musst die beim Markt Baumwollsamen kaufen. Die musst du dann mal einzeln einpflanzen. Mach ich jetzt gerade hier. Und wie lange braucht das dann immer? Ja, pro Dingen, ich weiß nicht, so 5 Minuten. 7, ja, dauert auf jeden Fall. Und verkaufen dann wieder am Markt, ne? Ja, genau. Okay, dankeschön. Gut, dass ich das auch mal weiß. Tschüssi. Direkt mal hier erfahren, dass man Baumwolle anpflücken muss, auch lustig, weil mir wurde geraten, dass man Baumwolle macht, aber dass man die wirklich anbauen muss und so, das ist mir auch neu. Ja, mal wieder was dazugelernt. Noch nicht schlecht. Gut. Dann werde ich jetzt wieder zurück zum Markt fahren, aber das Anpflücken und so weiter, das kleine bisschen Farmen, das schauen wir dann im nächsten Video weiter. Oh, Polizei. Dreh bitte nicht um. Gut, dankeschön. Denn man soll ja da ganz gut Geld machen und ich persönlich bin gerne auf Geld aus. Ich will nämlich bald schon ein anderes Auto kaufen. Und jo, mal schauen, ne? Wenn es noch in der Stadt begegnet, Baumwollsamen kaufen, je nachdem wie teuer die Dinger sind. Und das Restgeld würde ich dann auch ganz gerne noch auf die Bank einzahlen. Man weiß ja nie, was einem begegnet. Aber die ersten Eindrücke von Lakeside Life gefallen mir schon mal sehr gut. Es sieht alles ein bisschen anders aus, ein bisschen realistischer. Halt ein bisschen Ami-Style, aber okay. Also so typisch Ami, sag ich jetzt mal, sieht das Ganze hier aus. Ja, aber ist in Ordnung, gefällt mir soweit eigentlich ganz gut. Und mal schauen, was für Autos es gibt, welche Features es alles so gibt. Das gucken wir dann im nächsten Video auch etwas genauer an. Vielleicht kommt da noch so ein kleines Video, wo wir ein bisschen alle Aspekte decken von einem Lakeside. Das ist hier nur so ein kleines Einführungsvideo, wie es hier so ausguckt, was es so gibt. Ja. Zum Markt müssen wir jetzt wieder, okay. Das sollte ich noch wissen, wie es dahin geht. So, ich glaube hier irgendwo links, ne? Oh Gott, jetzt fahre ich hier im Kreis. Bin ich ganz schlau. Aha. Aha. Bild spottet Calvin Klein. Werbung. R8. Nice car. Ich bin so, das ist meine Art. Ich bin so, dass ich nicht irgendwie angegriffen habe, aber ich bin halt so. Geile Karre. Wem gehört denn der R8? Mir. Wie viel kostet das Ding? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr, sonst würde ich es echt gerne sagen, aber ich habe keine Ahnung mehr. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wie schnell schafft er?
Naja, bis du am Baum hängst halt. So okay. Die Durchschnittsgeschwindigkeit. Na gut. Du musst also, ja. Juri. Oh, du bist endlich aufgewacht. Ja, ich hab grad dich. Fick dir die Bullen! Ja, Kurva. Ich weiß nicht, das Beste zum Anfang ist doch sicher Baumwolle, ne? Weiß einer von euch? So? Na, dann fahren wir weiter. Auf zum Baumwollfeld. Na gut, wie gesagt, jetzt haben wir ein bisschen was erfahren. Die Leute hier scheinen mir fürs Erste ganz nett zu sein. Ich würde jetzt ein bisschen Baumwoll triggern. Mal schauen. Und wer weiß, im nächsten Video vielleicht dann schon mit einer anderen Karre, je nachdem, was es so gibt. Vielleicht zeige ich euch, wie man Baumwolle anbaut und eben dann wieder pflückt, je nachdem. Wir werden sehen, was so auf alles in Lakeside auf uns zukommt. Aber nur, dass ihr wisst, dass Lakeside kommt, und das tut's ja. Ja, bis dahin, Leute, würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt, Arma 3 Lakeside Live. Macht's gut, ciao.